Hallo alle zusammen, willkommen bei Teil 2 von Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2 geht direkt mit der Geschichte von der Geburt Jesu los und die möchte ich euch jetzt als Bibelcartoon zeigen. In der Zeit, als Maria mit Jesus schwanger war, hatte der Herrscher, der Kaiser, vor, alle Menschen in seinem Herrschaftsgebiet zu zählen. Dafür befahl er allen, in ihre Geburtsstadt zu gehen und sich dort in Listen eintragen zu lassen. Josef, Marias Mann, war aus Bethlehem und so mussten die beiden eine lange Reise von Nazareth nach Bethlehem antreten. Maria war hochschwanger. Sie kamen in Bethlehem an und suchten nach einer Unterkunft für die Nacht. Alles war schon voll und sie wurden immer nur abgewiesen. Einer der Gastwirte bot ihnen einen Stall für die Nacht an, weil sie nirgendwo anders unterkommen konnten. Als sie im Stall waren, kam Jesus zur Welt. Sie wickelten ihn in ein paar Kleidungsstücke ein und legten ihn in eine Futterkrippe im Stall. Nach dieser Geschichte geht es gleich weiter und wir befinden uns an einem Ort, der nahe an den Geschehnissen, die ihr jetzt gesehen habt, ist, nämlich außerhalb der Stadt auf einem Feld, und wir treffen dort die Hirten. In der Nacht, in der Jesus geboren wurde, gab es ein paar Hirten, die auf dem Feld Schafe hüteten. Mitten in der Nacht wurde es plötzlich sehr hell um sie herum und sie bekamen große Angst. Da sahen sie, dass das helle Licht ein Botschafter Gottes, ein Engel war. Er sagte zu ihnen: "Habt keine Angst, ich habe gute Neuigkeiten für euch. Heute ist in Bethlehem der geboren, der alle Menschen retten wird, der Messias. Ihr werdet ihn in einer Futterkrippe in einem Stall finden." Als er das gesagt hatte, kamen auf einmal viele Engel und fingen an zu singen: "Gelobt sei Gott im Himmel und Frieden den Menschen auf der Erde, an denen er gefallen hat." Dann verschwanden die Engel wieder. Die Hirten ließen alles stehen und liegen und suchten den Stall in Bethlehem. Als sie Maria, Josef und Jesus gefunden hatten, freuten sie sich und dankten Gott für dieses Kind. Was passiert dann? Einige Tage später gehen Maria, Josef und Jesus als Baby nach Jerusalem und dort wird die Beschneidungszeremonie, die nach jüdischem Gesetz vorgeschrieben ist, eine jüdische Tradition ist, vorgenommen. Sie opfern da ein paar Tauben und dann wird die Beschneidung vorgenommen. Und in dieser Situation werden zwei Menschen auf Jesus aufmerksam, zwei Propheten, und der erste heißt Simeon, so wie ich. Und von dem werde ich jetzt aus der Volksbibel vorlesen, wie diese Geschichte mit Simeon war. In Jerusalem wohnte ein Mann, der hieß Simeon. Er lebte ein straightes Leben mit Gott, hielt sich genau an die religiösen Gesetze der Juden und wartete schon lange auf den Mann, der die Leute von Israel retten würde. Die Kraft Gottes war voll auf ihm. Diese Kraft von Gott hatte ihm erzählt, dass er vor seinem Tod auf jeden Fall noch den Auserwählten, den Retter sehen würde, den Gott schicken will. An diesem Tag lenkte Gott ihn in den Tempel. Als er Maria und Josef dort traf und das Kind sah, was sie Gott übergeben wollten, freute er sich plötzlich total. Er nahm das Kind in den Arm und dankte Gott: "Mein Gott, jetzt kann ich entspannt sterben. Ich habe ihn gesehen, den Retter, den du für alle Menschen hergeschickt hast." Er ist wie ein Laserpointer, der allen Menschen, die Gott nicht kennen, die Richtung vorgibt. Er wird dein Volk Israel groß rausbringen. Das war die Geschichte von Simeon, wie er auf Jesus aufmerksam wird. Aber nicht nur Simeon erfährt von Jesus. Jetzt lesen wir die Geschichte von Hannah aus der Volksbibel. Mitten im Vorhof vorm Tempel war eine Frau, die Hannah hieß. Hannah war eine Prophetin. Sie hatte einen engen Draht zu Gott und hörte manchmal, was er zu den Menschen sagt. Sie kam aus der Familie von Panuel, der aus dem Stamm Asser kam. Hannah war sehr alt. Ihr Mann lebte schon lange nicht mehr. Sie waren insgesamt nur 7 Jahre verheiratet gewesen. Nun war sie Witwe und mittlerweile schon 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nur noch selten. Weil sie Gott sehr liebte, betete sie oft den ganzen Tag und die ganze Nacht und aß dabei nichts.
Als Simeon mit Josef und Maria redete, kam sie vorbei und fing plötzlich an, Gott zu loben. Ab dann erzählte sie allen Leuten von Jesus, allen, die schon lange auf die Einlösung des Versprechens von Gott gewartet hatten. Dieses Versprechen hatte Gott den Leuten aus Israel schon vor langer Zeit gegeben. Als nächstes erfahren wir sehr wenig, aber ein bisschen was von Jesu Kindheit. Er lebt eine ganz normale Kindheit in dem kleinen Ort Nazareth und er lebte dort mit seinem Vater, seiner Mutter, seinen jüngeren Geschwistern und er lernte das Handwerk des Zimmermanns von seinem Vater und arbeitete wohl auch mit ihm zusammen. Danach wird noch eine kurze Begegnung des 12-jährigen Jesus, als er das erste Mal nach Jerusalem mit seinen Eltern geht, berichtet. Und diese Begegnung zeige ich euch jetzt wieder als Bibelcartoon. Als Jesus 12 Jahre alt war, ging er mit seinen Eltern in den Tempel nach Jerusalem. Der Tempel ist so etwas wie heute eine große Kirche. Es war gerade Passafest. Das wichtigste jüdische Fest im Jahr. Viele Leute waren in der Stadt, um zu feiern. Als Maria und Josef nach dem Fest wieder in ihre Heimat Nazareth aufbrachen, war Jesus nicht bei ihnen. Sie dachten sich aber nichts dabei. Sie waren mit einigen Verwandten angereist und vermuteten, Jesus wäre mit ihnen gegangen. Nach einer Weile merkten sie, dass ihr Sohn nirgends zu finden war. Sie kehrten nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Als sie ihn 3 Tage lang gesucht hatten, fanden sie ihn schließlich im Tempel. Er saß zusammen mit den Gelehrten und den jüdischen Leitern und diskutierte mit ihnen über verschiedene Dinge aus der jüdischen Bibel. Alle, die ihm zuhörten, waren beeindruckt, wie gut er sich auskannte. Als Maria ihn sah, machte sie ihm Vorwürfe. Jesus, wir haben dich überall gesucht und uns Sorgen um dich gemacht. Er antwortete, warum habt ihr mich denn gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Damit meinte er Gott. Mit diesen Berichten endet das Kapitel 2 von Lukas. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Kapitel. Bye, bye.